Anzeichen des Heiligen Geistes. Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Apostelgeschichte 4,31. Es gibt zu viele wiedergeborene und geisterfüllte Christen, die unglücklich sind und gar nicht wissen, was es bedeutet, vom Geist Gottes erfüllt zu bleiben, indem man sich seine Gegenwart täglich bewusst macht und seinen Wegen folgt. Der Heilige Geist ist in ihnen, aber in ihrem täglichen Leben gibt es keine Anzeichen dafür. Man kann ein Glas mit Wasser füllen, ohne sein Fassungsvermögen vollständig zu nutzen. Genauso haben wir den Heiligen Geist in uns, wenn wir wiedergeboren sind. Doch wir sind vielleicht nicht ganz damit erfüllt und die Anzeichen seiner Kraft sind in unserem Leben möglicherweise nicht zu sehen. In Apostelgeschichte 4,31 wird berichtet, dass Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, Gottes Botschaft furchtlos und freimütig verkündeten. Gott gefällt es nicht, wenn wir ihn aus unserem Alltag ausschließen, aber religiösen Ritualen folgen, um ihn zu befriedigen. Er möchte vielmehr, dass wir ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben führen, in Freiheit, furchtlos und mutig. Lassen Sie Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes in jedem Bereich Ihres Lebens ungehindert wirken. Gebet: Gott, ich möchte jeden Tag von deinem Heiligen Geist erfüllt sein. Hilf mir, im Alltag in der Freiheit, der Furchtlosigkeit und mit dem Mut zu leben, die du mir gibst.